Sie haben völlig richtig gelesen, Gold ist kein sinnvolles Investment. Und keine Sorge, das sagt natürlich nicht der Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle meine Wenigkeit, sondern das hat ein, ja, für mich zumindest sehr erfahrener Mann gesagt, und zwar Gerd Kommer. Gerd Kommer kenne ich persönlich von einigen Büchern. Ein Buch habe ich sogar in meinem Bücherregal stehen. Das Buch heißt Mieten oder Kaufen. Er war in einem Interview auf Finanzfluss, ein YouTube-Kanal, der sich mit Finanzen beschäftigt, den ich persönlich sehr schätze und der auch verschiedene Interviewgäste zu diesen Themen einlädt. Und ja, ich wurde mehrfach in den letzten Monaten, das Video ist bereits 2020 erschienen, darauf angesprochen, was ich denn beispielsweise von dieser Aussage oder von derartigen Goldbashing halte. Goldbashing bezeichnet man als einen Angriff auf Gold. Ja, deswegen möchten wir heute in dem Video mal Stellung nehmen. Beginnen wir aber vielleicht vorweg mal mit der ein oder anderen Schlagzeile. Und zwar, die Zeit hat's wieder mal getan. Sie spricht schlecht über Gold, und zwar die Aussage von Herrn Schieritz, wie dieser Kolumnist sich bezeichnet und wie er heißt, besagt, in die Tonne mit dem nutzlosen Gold. Und ja, das schockt dann erstmal als Goldkäufer, wenn man sowas liest. Wenn man aber recht schnell im Artikel feststellt, mit welchen Keywords er arbeitet und worauf er eigentlich hinaus möchte, dann zeigt er, dass er Gold in die Ecke der Reichsbürger bzw. Gold als den Reichsbürger der Finanzinvestments bezeichnet. Ich habe den Artikel im Ganzen gelesen. Ich kann Ihnen nur sagen, es lohnt sich nicht. In meinen Augen ist da relativ wenig Sinn drin. Und es geht einfach nur darum, dass man sozusagen ja den Angriff auf Gold als Asset immer mit der Partei der AfD beispielsweise oder anderen Parteien gleichstellt, die von den Medien dann sehr schnell in die rechte Ecke gestellt werden. Und genau das ist das, was hier in dem Fall auch hervorgehoben werden sollte. Grundsätzlich ist es aber dennoch so, es gibt einige, wie soll ich sagen, Argumente gegen Gold, zum Beispiel Gold in kleinen Mengen zu kaufen, macht wenig Sinn. Hier muss ich ganz klar sagen, es ist ein bisschen abhängig davon, wie viel Budget man hat, denn nicht jeder kann für 10, 20 oder 100.000 Euro Gold kaufen, und kleine Goldmünzen machen für mich durchaus Sinn, denn man muss verstehen, dass eine Zehntelunze Gold im Verhältnis zwar prozentual höhere Prägekosten hat, weil man natürlich für 10 kleine Münzen, also 10 Zehntelunzen im Verhältnis zu einer ganzen Unze, 10-mal prägen muss, aber das, was man mehr bezahlt, bekommt man im Verhältnis auch wieder raus. Und dieses Argument lasse ich nicht gelten, auch das Aufbewahren des Goldes sei zu teuer, ist für mich kein großes Argument, denn man kann Gold auch kostengünstig bei sich zu Hause aufbewahren, verstecken oder im Garten vergraben. Auch das ist eine Möglichkeit, die man nicht von der Hand weisen kann. Und dass die Goldkurse stark schwanken, worüber auch oft gesprochen wird, halte ich auch für ja, Augenwischerei. Denn man muss ganz klar sagen, wenn man sich mal die Kryptomärkte ansieht oder auch Aktienmärkte, die teilweise 50, 60 oder 70 Prozent Volatilität hatten, da ist Gold doch dann der ruhigste aller Anlagesparingspartner, wenn man das so sagen darf, aller Anlageklassen. Und ich glaube, mit einer Volatilität von 5% sind wir beim Gold sehr, sehr gut aufgehoben. Schauen wir uns aber mal an, um was es in dem Video, in dem besagten Video von Finanzfluss geht, und steigen gleich an der Stelle mal ein. Und am Ende gebe ich Ihnen gerne auch nochmal mein Feedback, was ich von den Aussagen halte. Ich wurde darauf hingewiesen, dass hier an der Stelle ja etwas Negatives über Gold zu hören sein soll. Das schauen wir uns jetzt mal an. Und wie hat sich jetzt entwickelt seit 1975? Genau, seit 1975 hat Gold im Grunde genommen eine reale Rendite von jetzt aus der Hüfte geschossen bis heute so von ungefähr knapp unter 2% gehabt. Pro Jahr. Mhm. Pro Jahr. Mhm. Aktien etwas über 5%. Nach Inflation? Also nach Inflation, Inflationsplan real, mhm. Aber immer alles vor Kosten und vor Steuern. So, also Aktien haben... Also er vergleicht also Aktien in dem Fall mit Gold, was natürlich schon mal ein Fehler in meinen Augen ist, denn Aktien und Gold und Immobilien müssten sich gegenseitig ergänzen. Im Übrigen, das erwähnte Buch von Herrn Kommer, Mieten oder Kaufen, ist wirklich gut. Man muss aber vielleicht noch mal ganz kurz, um auf die Thematik zurückzukommen, klar erwähnen, dass der Zeitraum ausschlaggebend ist. Also Gold auf 20 Jahre gesehen, da sind wir 390% auf Euro-Basis im Plus und auf US-Dollar-Basis bei knapp 580%. Auf 10-Jahres-Basis sieht es ein bisschen anders aus, da sind wir nur bei 37% im Plus. Auf 5-Jahres-Basis sind wir ungefähr bei 26% im Plus. Also Sie merken schon, je länger das Zeitfenster sozusagen oder kürzer es ist oder welchen Zeitraum man nimmt, ist es ausschlaggebend. Also beispielsweise die Entwicklung
von Gold in einem Monat liegt bei minus 1%. Ja, wenn man sich aber Gold auf Tagesbasis anschaut, sind wir jetzt schon bei 0,8%. Und das ist das, was man natürlich ganz klar ausdrücken muss. Dann lässt sich schwer vergleichen, Aktien und Gold. Ich werde immer einen Zeitraum finden, wann Gold besser performt als Aktien. Eine mehr als doppelt so hohe Rendite gehabt als Gold in diesem Zeitraum bei geringerem Risiko. Gold hatte eine höhere Volatilität. Richtig, eine höhere Volatilität. Würde ich übrigens als falsch bezeichnen. Ja? Also auch gerade da in Börsencrash, in Aktiencrash. Gerade wenn wir auf 2020 schauen, ist es eben so gewesen. Da können wir einfach mal den DAX anschauen. DAX-Kursverlauf, dass Sie mal eine Vorstellung haben im Vergleich zum Goldpreis. Und dann schauen wir uns das Ganze einfach mal im letzten Jahr an. Und zwar hier sieht man einfach, das war also im Zuge der C-Pandemie. Und man sieht einfach, der DAX ist von 13.200 auf 8.400 Indexpunkte abgestürzt, hat sich aber wieder erholt. Ja, und wenn wir uns jetzt mal den Goldpreis im Verhältnis anschauen, dann sehen wir einfach, dass Gold Mitte letzten Jahres ein Hoch gemacht hat. Also genau das ist der Unterschied. Gold ist dahingehend krisensicher, reagiert sozusagen entgegen unerwarteter Ereignisse und vor allem großer Angst vor Krisen, Crashs und Kriegen beispielsweise, immer entgegen des Marktes. Und Gold hat auch den Vorteil, dass es eben sich entgegen der Inflation entwickelt, sozusagen. Wenn der Realzins fällt, steigt der Goldpreis. Und da wir jetzt aber im Zuge der Erholung der Pandemie ein Stück weit gesehen haben, dass die Menschen sich wieder mehr in Sicherheit wägen, spielen jetzt die Aktien wieder dem Ganzen entgegen und gehen in einen Aufwärtstrend, wohingegen Gold wird sich momentan in der Seitwärtshaltung bewegt und aber auch im Zuge des Rohstoffengpasses und ja im dritten, vierten Quartal beispielsweise diesen Jahres 2021 wieder deutlich steigen dürfte, weil man erwarte, dass die negativen Realzinsen weiter fallen, dann dürfte Gold auch wieder ansteigen. Man muss aber dem Herrn Kommer, und das fairerweise dazu sagen, das Interview ist vom 1. Januar 2020, deswegen möchte ich ihn jetzt hier gar nicht in die Ecke stellen. Ich würde mich auch mal auf ein Gespräch mit ihm freuen und seine persönlichen Haltung zu Gold, und zwar auf meine Fragen hin, ein Stück weit genauer unter die Lupe nehmen. Einen höheren maximalen Drawdown. Der maximale Drawdown ist kumulierte Verlust. Ja. Der maximale Verlust, wenn ich so eine Worst-Case-Perspektive, ich kaufe zum ungünstigsten Zeitpunkt und verkaufe zum ungünstigsten Zeitpunkt. Was wäre mein Verlust dann gewesen in diesen fast 50 Jahren? Sowohl bei der laufenden Schwankung, dem Jojo-Effekt, als auch bei diesem maximalen kumulativen Verlust, Maximum Drawdown, war Gold deutlich schlechter als Aktien. Dann schauen wir uns nochmal einen 40-Jahres-Chart an, wo man entsprechend schön die Entwicklung sehen kann. Und wenn wir uns das mal hier anschauen, 1979 bis heute, dann sozusagen eine Lineal anlegen würde, dann sehen wir einen permanenten Aufwärtstrend. Und man muss natürlich verstehen, dass seit gerade speziell 1971, also seitdem der Bretton Woods Goldstandard aufgehoben wurde in Bretton Woods von Präsident Nixon, der Goldpreis im Schuldgeldsystem immer weiter steigt und steigt und steigt. Und wenn wir uns den DAX mal anschauen, speziell jetzt hier auf dem gleichen Zeitraum verglichen, dann sieht man, dass er von 500 auf 20.000 gelaufen ist. Also kann man natürlich ganz klar sagen, der DAX, also der deutsche Aktienindex, hat sich in diesem Zeitraum vervierzigfacht. Wenn man sich den Goldpreis anschaut, der von 160 jetzt in dem Fall auf 1.500 ging, hat er sich verzehnfacht. Man muss aber ganz klar dazu sagen, und das ist auch das, was ich immer wieder erwähnen möchte, wenn man beispielsweise hier im Jahr 2000 gekauft hätte und dann die Börsenblase beispielsweise kam, dann war es nun mal so, dass man einfach irgendwo zwischen 6.000, 7.000 auf ja knapp 2.200 einen Rücksetzer hatte. Und jetzt ist nämlich entscheidend, in welchem Zyklus benötigen Sie Ihr Geld? Und Gold ist nun mal etwas ruhiger und Aktien haben aufgrund der höheren Volatilität, aber entsprechend auch dem immer größeren werdenden Geldmengen natürlich einen Zulauf, was die Aktienindizes, aber auch eigene einzelne Assets sozusagen stärker steigen lässt. Man muss auch ganz klar dazu sagen, dass zum Beispiel Aktien sehr stark von Trends und Technologien beeinflusst werden können. Beim Gold ist es eben so, Gold hat seit 5000 Jahren den Charakter als Geld und ich möchte gerne mal sehen, wie Sie mit einem Stück Aktie beim Bäcker bezahlen. Und mit einem Stück Gold ist es durchaus möglich, wenn es dann darum geht, dass es wirklich mal ernst werden soll. Schauen wir nochmal weiter, was der Herr Kommer noch zu sagen hat. In der Tat, also Gold korreliert mit anderen Assetklassen, mit Aktien und Anleihen relativ gering und in dem Sinne ist es ein guter Diversifizierer, wenn du so willst. Ne? Aber gute Diversifizierer sollten nicht nur niedrige Korrelation als Merkmal haben, sie sollten für sich auch eine attraktive Rendite haben. Ne? Das bringt mir, angenommen, Entschuldigung, ich hätte
eine super niedrige Korrelation, null oder sogar negativ mit Aktien. Aber dieses Asset, über das wir jetzt sprechen, hat selber kontinuierlich minus 2% Rendite. Also dann bringt mir klar, die Volatilität meiner Aktien wird gesenkt, aber auch die Rendite. Und zwar, also ich möchte Sachen, die niedrig korrelieren, aber in sich auch eine attraktive Rendite haben. Die muss nicht unbedingt so hoch sein wie die von Aktien, aber ab einer bestimmten niedrigeren Rendite macht es keinen Sinn mehr, nur weil es niedrig ist. Aber dieselbe Logik wird sich ja dann auch heutzutage für Anleihen anwenden lassen, wenn ich sage, ich mische mir ein bisschen Anleihen als Risiko. Also die Rendite bei Gold, das muss man, glaube ich, verstehen und es ist sehr wichtig an der Stelle zu erwähnen, die er jetzt als Nachteil bezeichnet, ist eigentlich der Vorteil, den ich sehe. Denn Gold hat durch die geringere Rendite, durch die geringere, das geringere Risiko letzten Endes, weil die Rendite ist ja nichts anderes als das, um es mal auf Gold umzumünzen, das geringere Risiko, deutlich mehr Stabilität und hat einen ganz anderen Charakter, wenn man es auf dem Triple Value oder auf dem Drei-Speichen-Prinzip betrachtet, ist es eben so, dass Gold anderen Asset-Klassen die Stabilität ins Portfolio bringt. Und was man auch sagen muss, und das sagen diese Vermögensverwalter und der Herr Kommer ist nun mal Vermögensverwalter ungerne, dass Gold sich sehr schwer kontrollieren lässt, wenn man es im Kundenportfolio liegen hat. Bedeutet also umgekehrt, wir als Goldhändler haben natürlich ein Interesse, mehr Sicherheit im Portfolio zu suchen und den Menschen die Unabhängigkeit mitzugeben. Das heißt, wenn sie bei uns Gold kaufen, dann kaufen sie es, legen sie sich zu Hause in Tresor und wir wissen, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es erst in wenigen oder in vielen Jahren oder gar nicht mehr wieder verkauft, weil es sehr lange gedacht ist. Ein Vermögensverwalter oder ein Vermögensmanager oder ein Portfoliomanager hat das Interesse, das Portfolio immer wieder umzuschichten, weil er daran Geld verdient. Und genau deswegen empfiehlt man Gold auch ungerne, weil es sehr schwierig ist, Gold immer wieder umzuschichten, wenn es einmal im Tresor des Kunden liegt. Und das weiß ich aus vielen befreundeten Family Offices oder Vermögensmanagementkreisen, dass man deswegen Gold sehr schwer in physischer Form empfehlen kann, sondern lieber in Zertifikatsform. Und da hat es natürlich eine deutlich größere Volatilität als in Papierform. Also da muss ich ein Stück weit widersprechen. Auf eine weitere Stelle wurden wir auch noch angesprochen. Die schauen wir uns jetzt hier nochmal an der Stelle an. Das ist kein No-Go. Also bitte nicht mich so verstehen, dass ich in jedem Fall sagen würde, tu es nie, es ist wirklich falsch. Aber es ist also für unsere Mandanten empfehlen wir kein Gold, aber wenn Mandanten das partout wollen, dann können sie es natürlich machen und dann würde wahrscheinlich so eine Beimischung von 10% Gold bezogen auf das Gesamtportfolio oder vielleicht auf den risikobehafteten Teil schon als Obergrenze Sinn machen. Als Obergrenze, okay. Ja. Also Sie wissen ja, dass wir 20-30% derzeit empfehlen. Fairerweise, das Video wurde am 1. Januar 2020 aufgenommen. Dort konnte man keine Pandemie sehen, dort konnte man die Marktentwicklung nicht sehen, dort konnte man auch nicht sehen, dass es so eine derart schnelle Erholung nach dem Einbruch der Aktienwerte gibt. Und was man auch sagen muss, 10% sind für jemanden, der sehr risikoaffin ist, also der eigentlich nur auf Rendite aus ist, schon ein recht großer Anteil. Die meisten Edelmetallkäufer haben aber vielmehr das Bestreben, Sicherheit zu suchen und gegen Währungscrashs, gegen Krisen, gegen sonstige Szenarien sich abzusichern. Und deswegen ist es auch eine Typsache, ob jemand 50-60% Edelmetall im Portfolio hat, so wie ich, gerne in dem Video mal vorbeischauen, dort zeige ich mein Portfolio, oder ob es beispielsweise jemand wie der Herr Kommer ist oder seine Kunden, die dann wahrscheinlich deutlich mehr Rendite-Anfragen mit sich bringen. Und wenn jemand vielleicht glaubt, der dritte Weltkrieg oder eine ähnliche Katastrophe steht in absehbarer Zukunft, nicht in 500 Jahren. Also ich brauche mich nicht auf die Zukunft vorbereiten, wenn ich an ein Event in 500 Jahren denke, jetzt mal übertrieben, das kann ich auch später noch vorbereiten. Aber wenn ich glaube, dass in den nächsten paar Jahren, 5 oder 10 Jahren, so eine richtige Megakatastrophe käme. Ich kann sie nicht genau vorhersagen, also ob es jetzt nächstes Jahr ist oder 7 Jahre, wie ein dritter Weltkrieg oder ein Krieg in Europa oder... Oder einfach der Zusammenbruch einer Währung, was ja häufig so propagiert wird, der Zusammenbruch des Euros oder so. Dann ist die Technik zu sagen, oder was halt gesagt wird, ich kaufe mir Goldbarren, die in so kleine Plättchen zerteilt sind, oder Münzen und das wird dann meine neue Währung. Also er redet jetzt hier in dem Fall von den Kombibarren. Die Kombibarren, die wir auch im Onlineshop anbieten, sind wirklich ein sehr gängiges Investment. Also gerade im Gold- und im Silberbereich, je nach Budget, kann man sich hier wunderbar stückeln. Das heißt, man bricht immer einen Gramm Gold ab und kann dann entsprechend im Krisenfall tatsächlich bezahlen oder tauschen. Und
da unterscheiden sich wahrscheinlich die Ansichten zwischen den Anlegern. Da muss man auch ganz klar sagen, dass es für jeden Anleger eine eigene, eine eigene Entscheidung ist, was dann Sinn macht. Also ich bin da auch trotzdem noch ein bisschen skeptisch. Aber wenn das käme, ne? Also wenn es wirklich zu einem chaotischen Zusammenbruch des Euros, der Eurozone käme, ich betone chaotisch, also eine geordnete Abwicklung der Euro, der Eurozone, oder einfach des Ausscheidens bestimmter Länder, sehe ich jetzt nicht als Problem an in der Hinsicht, oder sehe ich nicht als Megakatastrophe an, die diese Definition erfüllen würde. Kommt ein bisschen aufs Land an, aber da gebe ich ihm grundsätzlich recht. Also wenn jetzt Deutschland ausscheiden würde, wäre das schon eine Katastrophe für Europa. Aber wenn jetzt beispielsweise ein kleineres Land, das weniger Relevanz hat, also dann wäre das wahrscheinlich definitiv nicht das Aus für den Euro. Ja, das Aus für den Euro kommt eher mit Absicht sozusagen gesteuert aus der Ecke der Zentralbanken. Vielleicht lassen wir es mal dabei an der Stelle. Mir war wichtig, jetzt mit diesem Video auch mal Stellung zu nehmen dazu. Wie gesagt, ich schätze Herrn Kommer für viele seiner Ansichten und für mich hat er tatsächlich einiges an Know-how, was uns sicher viel Informationen mitgeben kann aus dem Immobilien- und im Aktienbereich. Aber man muss ganz klar sagen, dass wir als Edelmetallhändler und auch als Edelmetallfans in dem Fall ganz klar eine andere Ansicht, eine andere Vorstellung, eine andere Ideologie hinsichtlich eines Assets und einer Anlageklasse haben. Und Gold wird nun mal oft als Krisenwährung bezeichnet und ist genau auch das, ist der sichere Hafen in Krisenzeiten. Doch schauen wir uns die Wellen mal an, was in den letzten Monaten passiert ist. Es konnte sich keiner ausmalen und Gold hat genau das getan, was es tun muss. Gold steht wieder stabil da, nachdem sozusagen die Zentralbank intervenieren mussten und nach der FED-Sitzung sozusagen dem Markt suggeriert oder dem Anlagemarkt, den Märkten suggeriert haben, dass alles heiter weitergeht. Ich gehe davon aus, im dritten und vierten Quartal des Jahres 2021 werden spätestens die Rohstoffengpässe, aber auch die Realzinsen, die wieder ins Negative laufen müssen, die Goldpreise stark steigen lassen. Schauen Sie gerne auch mal ins gestrige Marktupdate. Oder in das Video mit Ernst Wolf, wo er darüber spricht, was auch auf die nächsten 10 Jahre passiert. Auch das möchte ich hier an der Stelle nochmal erwähnen. Da redet er nämlich darüber, dass zum einen eine große Agenda hinter diesem ganzen Plan steht. Und wenn man diese Ansichten teilt, dann muss man dem Herrn Kommer nämlich auch in vielen Punkten widersprechen. Aber ich möchte jetzt hier an der Stelle gar nicht auf seiner Person rumhacken. Ich fand das Gespräch, ich habe es mir jetzt nicht in der vollen Länge angesehen, aber das, was ich gesehen habe, sehr, sehr interessant, auch interessante Ansichten. Und es gehört, und das ist wichtig zu wissen dazu, jedes Portfolio zu diversifizieren. Wenn Sie also für Gold und Silber noch nicht richtig vorbereitet sind und noch nicht alles im Portfolio richtig gemacht haben, dann schauen Sie gerne mal hier vorbei, warum Sie mit Gold und Silber alles richtig machen und wie Sie das tun. Das Video wurde mehrere tausend Male geklickt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren und schon bald mal wieder vorbeischauen. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns mal sagen, wie Ihnen dieses Videoformat gefallen hat. Und vielleicht laden wir den Herrn Kommer auch bald mal auf unseren YouTube-Kanal ein. Schreiben Sie auch mal hier rein, ob Sie ihn als interessanten Gesprächspartner hier gerne mal sehen würden.